Hallo, heute bin ich mal in Tschechien und zwar in St. Joachimsthal im Erzgebirge und bin auf dem Weg zum Keilberg. Im Hintergrund sieht man noch ein bisschen Schneereste und eigentlich sollte es eine Schneeschuhtour werden. Es ist der 9. März 2019. Der Schnee hinter mir, der reicht nicht ganz für die Schneeschuhe. Die habe ich jetzt hinten am Rucksack geschnallt. Was aber nicht heißt, dass ich sie nicht eventuell doch brauche, denn ich bin hierher über den Pass gefahren und dort lag halt doch ab, sagen wir mal, zu 800 Meter schon ganz schön Schnee. Ich denke mal, das wird hier auch sein. Ich bin jetzt so etwas über 600 Meter und der Keilberg, der ist 1240 paar zerquetschte, sowas in der Art. Von daher liegen einige Höhenmeter vor mir und den werde ich mich mal jetzt auf den Weg machen. Bis gleich. Ich habe jetzt schon ein paar hundert Meter geschafft und ja, meine Schneeschuhe sind jetzt auch schon mittlerweile angezogen, denn sonst kommt man schon schlecht vorwärts hier. Hier ist der Weg, den ich zugelegt habe, durch den Schnee durch. Und ich habe noch einiges vor mir. Es nieselt, windig ist es auch und es ist nicht das schönste Wetter. Aber es soll ja auch nicht jetzt hier 20 Grad sein zum Schneeschuh wandern. Das bringt ja nichts. Trotz nicht ganz so tollem Wetter ist es eine sehr schöne Tour. Man ist auf jeden Fall unter sich, bei dem Wetter traut sich manchmal keiner raus, wenn es nicht hier hin. Selbst die Sonne kommt mal zwischendurch raus. Und die Temperaturen liegen so anscheinend ganz bisschen über Null. Das tröpfelt so von den Bäumen runter. Heute Nacht hat es hier geschneit. Da es gerade mal ein bisschen aufklart, hat man sogar mal etwas Aussicht hinunter ins Tal. Schön Tschechien rüber, beziehungsweise ich bin ja dort, aber weiter ins Land hinein. Den Weg bin ich gerade gekommen. Meine Stöcke nehme ich mal mit, die brauche ich noch und geht immer noch ein Stück weiter hier. Gar nicht so einfach hier durch den verharrten Schnee und doch einige unbeliebte Bäume sich zu kämpfen. Ich gehe öfter mal abseits des Weges, dass es nicht wohl noch ohne weitere Sinn macht. Aber an sich möchte ich den Weg auch nicht als Weges verlieren, von daher nicht zu weit weg. Denn ich wollte da oben am Keilberg auch ankommen. Von daher kämpfe ich mich jetzt mal durch.
dann finde ich irgendwo Halt. Ups, Alter. Ja, es geht weiter. Das schaut schon ein bisschen wüst aus hier. Mal schauen, wo ich jetzt hier am besten lang gehe. Mal hier rum. Die Bäume sind alle durch die enorme Schneelast gebrochen, die hier noch vor ein paar Wochen geherrscht hat. Und die ganzen einzelnen Zweige liegen wohl mehr von dem Wind, der jetzt gerade herrscht hier, wobei es hier eigentlich geht. Also ich merke nicht allzu viel davon. Aber ich denke mal, umso höher ich komme, umso intensiver wird das mit dem Wind. Hier ist noch ein weiteres Skigebiet. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier heißt. Will ich es mal rausfinden und reintexten. Eine kleine Pause gönne ich mir. Irgendwo ist mein Tiefergraben. Da ist er. Den sollte man bei einer Schneeschuhwanderung immer dabei haben. Was schön heiß soll es sein. Kann ich mal kurz einen Blick auf mein Handy werfen und mal gucken, was da so die größte Strecke habe ich in der Tat schon geschafft. Jetzt geht es mal ein Stück hoch. Ich denke mal, mein Ziel war bis um 1 am Gipfel zu sein. Das schaffe ich locker, trotz dieser Pause hier. Und jetzt etwas schweren Vorwärts kommt zwischendurch. Aber ich bin ja gut zu Fuß. Von daher geht das. So, Handy einpacken, dass es divers wird. Und da erstmal einen leckeren Tee. Bis jetzt ging es nur bergauf. Was auch auf der einen Seite natürlich anstrengend ist, aber auch angenehm, weil man halt Höhenmeter macht, ohne dass man irgendwo zwischendurch wieder absteigt und wieder hoch muss. So gesehen Strecke eigentlich schon hervorragend. So, da bleibt es gebissen. Dann wird zusammengepackt und dann geht es zügig weiter.
ja, es ist dann alles ein bisschen nass und klamm. Nicht so angenehm. Naja, solange man sich bewegt, geht's. Gut, dann auf ein weiteres. Mal schauen, wo es weitergeht. Links oder rechts? Der Weg scheint links zu laufen und dann rechts zu gehen. Na, schauen wir. Nach längerer Zeit sehe ich mal wieder vage ein wenig oder ein paar Fußspuren. Irgendjemand hat sich anscheinend auch ohne Schneeschuhe angetraut. Wobei die Bereiche ziemlich blank gefegt sind vom Wind. Und da kann man auch einigermaßen mit normalen Schuhen laufen. Und das Ganze hier sind Trailwege für die Mountainbiker im Sommer. Da herrscht hier sicherlich schon ein bisschen mehr Betrieb. Im Hintergrund sieht man die Liftanlage auf dem Kallberg. Ich habe es tatsächlich geschafft, ich bin jetzt so gut wie oben. Irgendwo müssen auch der Turm stehen und die anderen Liftanlagen. Ich werde ein kleines Stück weiterlaufen. Und ich sehe so ein bisschen Windschatten hier, weil oben ist ein übelster Sturm. Und hinter mir sieht man erst andere menschliche Lebewesen. Ja. Bin ich der Einzige, der sich hier hochgetraut hat. Auf jeden Fall der Lift hier, der ist außer Betrieb. Der fährt schon mal nicht. Und ich weiß gar nicht, ob die anderen hier hochfahren. Es kann sein, dass ich wegen des Sturmes jetzt gerade mal nicht fahren. Aber der fällt mir hier generell zur Zeit schon längere Zeit. Ja, der fällt mir längere Zeit schon außer Betrieb zu sein. Von daher fahren wir mal. Ich werde das Stück hier noch laufen hier bis zum Zielpunkt und dann melde ich mich schon mal. Ja, der Lift auf der Nordseite, da fährt, wie man sieht. Hier ist sogar einiges los, hätte ich gar nicht gedacht. Bei dem Wetter, wo man fast gar nichts sieht, da die Gipfel runterstürmen und da auch nachfahren. Naja, geht anscheinend. Bauch.
1244 Meter bin ich jetzt hier hoch und es ist ja arschkaltwindig. Also werde ich mal meine Handschuhe anziehen müssen, sonst drehen sie mir ab, meine Finger. Zum mit der Kamera, ja, da sind sie halt ungünstig, die Handschuhe.